Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Life is Strange 2. Wir stehen direkt vor einer Entscheidung und ich habe eine ganze Weile darüber nachgedacht, was wir denn hier machen. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, wir sind praktisch auf einem Weihnachtsmarkt und da stand schon so ein Typ, wo ich mir nicht sicher bin, wir haben ja einen Jojo geklaut und er stand direkt daneben und ich dachte mir schon, der ist bestimmt so ein bisschen aggro. Und ja, war er dann tatsächlich auch und hat so eine, ich sag mal, Straßenmusikantin im weitesten Sinne, also die stand da, saß da mit ihrer Gitarre und hat dann irgendwie gespielt, verjagt mit ihrem Hund und so weiter. Wir wollen hier das Leine und bla, blibablub. Und jetzt wollte er die Polizei rufen. Und ich würde sagen, wir spielen dem auf jeden Fall einen Streich. Ich habe es mir erst überlegt, weil er vielleicht dann auf uns gleich aggro ist, aber nee, das hat er auf jeden Fall verdient. Und ja, deswegen schauen wir jetzt gleich mal, was da jetzt passiert. Ich hoffe, es wird nicht so schlimm. Schauen wir mal. See the snow on that booth? Yeah. What about it? Maybe this guy needs a shower. Ja, sehr gut. You know? To cool him down? You're right. Hold on. Careful. Careful. Sehr gut. This will teach them. Ja, aber nice. Das war schon sehr offensichtlich. Er steht dann da und macht so. Risiko. Nein, aber funktioniert sehr gut. Können wir eigentlich gleich nochmal machen. Aber jetzt ist er weg. Oh, ist der jetzt weg? Wo sind der jetzt hin? Ja, stimmt. Ich dachte, er steht vielleicht wieder hier drüben. Dann können wir hier so nochmal mit dem Schnee. Cool. How do I look, Sean? Ridiculous. Aw, you're jealous because I'm cute. You're a boss. So, ja, jetzt haben wir aber, wir haben den Baum. I miss my old toys. Ja, vielleicht gibt's ja ein neues vom Christkind. Oder vom Weihnachtsmann, wir sind ja hier, das ist ja Weihnachtsmann. Spendenbox. Wollen wir die nochmal anschauen? Mal nochmal. Ja, komm, schau. Wish I could, ja, gut, bitte. Wish I could give anything. Ja, wir könnten ja ein Jojo spenden. Haha, wie wäre denn das? So. Schauen wir mal weiter. Okay. Verkäufer. So, können wir auch ein bisschen schneller. Ja. Hey, you guys ready to go? Yeah. All done. Cool. Hop in. Are you having too much fun back there? Yeah. That's what I thought. Oh Gott, der ist ja noch kleiner, oder? Home sweet home. Ah, ich will auch ein Pickup, glaube ich. Looks like Daniel found a new brother. No kidding. He dumped me like a rock. I'm glad you two came along. It's great that Chris found a new friend out here. It looks like you did too. What's her name? Yeah. Cassidy? Cassidy. Cute name. Do you like her? She was cool. She was cool. You're too quick! Ah! Anyway. Got ya! It's good for me to get out, too. We've had a rough time over the past couple of years. My wife, Emily, she died 2 years ago. Obviously, it was tough on Chris. Shit. I'm sorry, man. Thanks. It's been a struggle. Especially trying to be a good dad.
Probleme? Do you have some kind of problems? I'm just not the man I was. I shouldn't have even brought this up, you know, just forget it. No worries. Didn't mean to make you feel bad. We all have our ups and downs, right? That's how life works. Your grandparents sure did have their share of downs, too. But they're always there for us. For Chris. They seem like good people. Ja gut, jetzt so viel zu erzählen wollen wir jetzt vielleicht auch nicht, oder, Clay? They're so nice, but... Yeah, they have their problems too. Sorry for bringing that up. It's okay. I hope they don't stress out because we haven't come back. Yeah, we should get you two home. Don't keep them waiting. Yeah. Hey, buddy. Wanna set up that Christmas tree? Yeah! Well, I'll get there before you with my dadmobile. No way you can beat Captain Spirit. See you later, Super Wolf. Oh Gott, jetzt dachte ich gerade hier, Kind neben dem Auto. Hallo? Claire? Ach, die sind immer noch in der Kirche. Steven? Looks like Grandma and Grandpa haven't come back from church yet. Well, at least they won't yell at us for going out. That was so cool to spend time with Chris at the market. So, did you set things straight with him? Told him the truth? Yeah. Nee. Did you know Chris's mom was an artist? I didn't. Das glaube ich irgendwie fast nicht. How so? She drew comics. You should see her drawings. They're so cool. Hot dog, man. Just like yours. Thanks, dude. Hey. What? What is it? Sean? I want to go check on the room. Upstairs. I know it's mom's. Jetzt wollen wir alle. Du lässt nicht locker. Sie werden ausflippen. Ja, natürlich werden sie ausflippen, aber er will's ja auch. Na komm. You won't give up on that, right? It's just. Der kann bestimmt mit seiner hier. I really want to know what's inside. What kind of stuff she had. Chris has tons of things that belong to his mom. And I have nothing. Come on, Sean. You don't even have to come with me. If you don't want to. Fuck it. I'll come with you. Yeah, natürlich. So you don't make a mess and get us caught. Find a way to open it. Or I could just blow this stupid door up with my power. Yeah, that looks super easy. Yeah, I could do that with a hammer. But let's try and find the key instead, all right? I'm just gonna clean up real quick. Ja, genau. Dann gehen wir einfach mal in Bedroom, oder? Wenn wir schon direkt davor stehen. Der ist bestimmt hier, der Schlüssel. Nee, Korb. Komm, da schauen wir uns einfach mal ein bisschen. Sharp objects. Bit like Claire. Schublade, Kosmetik. Locked drawer. Alles abgeschlossen. Maybe the key to Karen's room is inside. Dann haben wir hier wieder so eine Schublade. Oh, ein Schlüssel. Yeah, no. No way. Claire's Oma. Schauen wir einfach mal weiter. Schrank. Alte Kiste? Hat die den da rein? Nee, Nachttisch. Okay, Steven. Where do you hide this key? I have an American dream. Okay. Abendlektüre. Tonband.
Ja, ansehen ist anhören, oder? Vielleicht eher. I don't really see Steven listening to old school pop rock music. Ja, steht ja nichts drauf, oder? Okay, yeah. Gehen wir mal wieder zurück. Not much to see in here. Wobei, wer schläft denn da auf welcher Seite? Vielleicht schauen wir einfach yes, mal auf Yes, Daniel, einmal. I know. I can't find the fucking Claire. Key. Come on, little key. Don't be shy. Little Key? Schlaftabletten? Oh, ja, das ist hier Claire bestimmt. Hier mit der Bibel schön drin. Schlüsselanhänger mit viel Glück dran. Bringen Schafe auch Glück? Ich weiß gar nicht. Rufeisen, Kleeblatt und ein Schaf. Definitely not the one. Way too small. Ja, natürlich zu... Ja, okay, zu klein. Macht aber nichts. Den Rest machen wir einfach mal drinnen. Wollen ja nicht zu viel. Aber jetzt können wir hier bestimmt die Kosmetik aufschließen. Whoa. I'm just looking for a key. Not the crown jewels. Ew. Are these... Ah. Teeth? Super. Not sure if it's gross or cute. But still. No key here. Okay. Wollen wir dann vielleicht den kleinen Schlüssel wieder zurücklegen? Können wir das machen? Come on, little key. Don't be shy. Können wir nicht, ne? Komm, dann schauen wir mal hier in die Bibel. Wonder vielleicht what ist would have been so different if Dad had taken us to church. Da ist ein Schlüsselanhänger. How much more Irish can you be? Ah, okay, Irish. Ja, okay. Ja, dann vielleicht Schafe hier. Schlaftabletten? Didn't know Claire had sleep troubles. I guess it kind of makes sense. Okay, also da sind wir, glaube ich, durch. What was Claire doing in that room? Maybe she put the key in her pocket. What was she wearing yesterday? Okay, also irgendwie, dann gehen wir vielleicht nochmal an den Schrank. Durchsuchen. Shit. These are Christmas presents? Let's not tell Daniel. Or he'd freak. Bestimmt ein Power Bear. Dann schauen wir mal hier. Ja, okay. Clothes. Old stuff. But definitely no hidden key. Ja, aber hier hat er nicht gerade irgendwas gesagt, was hatte sie gestern an und I can't find the key, Daniel. Let's just blow this stupid door. Nein, wir finden den Schlüssel bestimmt. Schauen wir hier nochmal Porzellan. Was vielleicht unten Karen hated collecting trinkets. She used to say they were just useless dust traps. Who knew this sweet little muffin would turn into such a brat? Still ja, super cute though. Okay, cool. Hochzeitsfoto. Love the outfits, guys. Man, he looks so different. So young. Ja, ist witzig, ne? Wenn man irgendwie so alte Fotos. Wenn man dann irgendwie Frisuren sieht, ja, die es irgendwie schon lange nicht mehr gibt und die Kleidung und so weiter. Was ich auch extrem gerne auf YouTube angucke, sind wirklich so Werbesendungen aus den so, also 50er, 60er Jahre. Das ist, wenn ihr euch das anschaut, das ist wirklich, wenn ihr denkt, wow, das ist ja Wahnsinn. Was, so das Weltbild da teilweise, da hat sich doch einiges verändert. Hatten wir hier, hatten wir auch schon okay, Steven. Ne? Where do you hide this key? Abendlektüre. Schauen wir nochmal. We clearly don't share politics, but at least Steven doesn't preach. Yeah, okay, aber da sind wir so not ziemlich, much to see in here. Ziemlich durch. Den Nachttisch hatten wir schon in den Schrank. Okay, komm, dann sollen wir die alte Kiste durchsuchen. Schauen wir mal. Kann natürlich sein, die muss da nicht oft rein. Die hat eigentlich ja nur abgeschlossen und dann hier Schlüssel weg. Taschenlampe. That would have been really useful when we lived in the woods. Ja, dann nimm sie mit. Nee. Ah, okay.
vom Small Town Hero Starter Pack. Shit. Medaille. Would be cool to ask Steven about his firefighting career. He must have ja, had tons ja of Karen's smile on this picture. Cool. Kind of reminds me of Daniels. Ja, okay, aber da sind wir jetzt auch durch. Ist hier drüben noch was? Nee, können wir nichts mehr. Okay, dann gehen wir wieder runter. Ich befürchte ja, Daniel wird das doch jetzt irgendwie in die Luft sprengen müssen, aber dann wird es natürlich schwierig, das vor den Großeltern geheim zu halten. Oh, ist hier drüben noch was? Hier muss doch der Schlüssel irgendwo sein. Da unter dem Teppich. Oder da? Nee, ah, ist es nicht. Tür schließen. Vase? Aber die hat man, glaube ich, schon mal durchsucht, oder? Yep. It's empty. Ja. Ja, zu offensichtlich. Ich lege ja Schlüssel immer gern so da oben drauf, ne? So oben am Rand, aber da ist auch nichts. Dreckige Wäsche. Ja, dann schauen wir vielleicht jetzt doch nochmal, was die Oma This whole gestern house is pretty much a huge washing machine. Strickjacke? Hey, I think that's the cardigan Claire was wearing yesterday. Ja, schauen wir mal. Yes. Ja, ausgezeichnet. Wir haben einen Schlüssel, einen großen. Schauen wir mal, ob wir die Tür aufkriegen, ohne sie zu sprengen. I found one key, so. Oh Gott, endlich diese Tür. Just try it. Und wir können da rein und wieder raus, den Schlüssel verstecken und niemand kriegt's mit. Wow. There's not that much left. Where do you think they put the rest of her stuff? Nee. Probably put everything in these boxes. Teddy Bear. Ja, das ist natürlich, glaube ich, schon krass, oder? Wenn man so irgendwie die Mutter ist gestorben und man hat keine Andenken und dann kommt man hier in ihr altes Zimmer. Brettspiele, Bücher, CD-Ständer, Truhe. Da schauen wir gleich mal als erstes rein. Finsternisbrille, Wanderstiefel, Einwegkamera. Okay, oh, ein Daniel. Kamera. Karen liked to take pictures of strangers when we walked down the streets. Boah, okay, so Daniel. You've seen everything you wanted to see. Claire and Steven will be home soon now. Was? Na, wir sind doch gerade erst rein. Five, was ist los? Minutes. Den Film werden wir doch entwickeln. Nimm die Kamera mit. Ah, oh, Mensch. Rollschuhe. I miss my skateboard. And going to the park. I think I saw a moon eclipse once. Before Daniel was born. Never been a big fan of hiking. Here I was. Die Mutter war recht walking sportlich, my way down oder? To Mexico. Ist ja schon eine Weile her, aber irgendwie. I don't think she used any perfume. From what I remember. Oh. Parfüm. Okay. Gedicht. Yeah. You finally left forever. Coward. Leaving forever. Ich höre, hier, der grüne Chor. Ich höre den grünen Chor, der im Wald singt, im uralten Grau. Ja gut, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich schwierig. Das ist bestimmt hier, oder? Chor, Grey, Song, Reverse? Nee, das ist nicht so wirklich, reimt sich nicht so wirklich. Wickelt mich in seinem hölzernen Zauber, sein Lied. Die Wurzeln wie Sicherungen, die rückwärts explodiert. Oh Gott, so ein bisschen krass. Wenn ich mich in meinem Herzen verberge und diese Geräusche höre, dann fühle ich mich älter als der Wald. Älter als du, aber jünger als der weinende Fluss zu meinen Füßen. Das ist schon, schon ein bisschen düster alles, oder? Grau, blablabla, rückwärts explodieren. Wenn ich ins Erdreich rutsche, würden die Stimmen gedämpft,
wie mein Gesicht im Kissen, damit niemand weiß, dass ich hier bin? Ich könnte mich durch die Wurmlöcher schleichen, doch das würde nur nach unten führen. Also fühle ich mich selbst über die... über die Baumspitzen, über den Fluss schwindend für immer. Ja, schon auch so ein bisschen traurig. Ich glaube, das lesen wir lieber dem Bruder mal nicht vor. Kristalle, okay, was ist so ein bisschen hier? Ah, Kristalle und... Why would they remove all the pictures? Because they made them sad. Yeah. Familienfotos. These pictures are so random. Ja, und ein bisschen undeutlich leider auch. Aber ein Hund hatten sie anscheinend auch. Kisten. They want to forget anything related to Karen. Na, die ganzen Fotos, die ganzen Bilder praktisch, die im Haus waren, die haben sie da in die Kiste rein. Ja, schon traurig. I think I remember that one. Karen showed it to me once. Ulysses. They're not sunglasses, man. It's to look at the sun during eclipses. Eclipses? You know, when the sun hides behind the moon. Oh, yeah. Hey, Daniel, check this out. So, Bärbesprechung. His name is Ulysses. Like the hero? I guess. Ulysses. So Odysseus cool. Heißt Ulysses, okay. Wusste ich auch nicht, sag mal das so. Hi, Ulysses. Odysseus? Ulysses? Parfüm? It's like she almost never used those. Oh nein, spielt er mit dem Bären, dann liegt er am Boden und dann wissen die Großeltern, ach Gott. Brief. Ah, also da war der Bär drauf. So. Ne? Da schauen wir uns gleich mal rein. Why would Claire lock these up in here? Is that for Mom? Huh? Let me see. Daniel. Come on. What's it say? Read it. Seriously, stop. Here, how about this? I've heard the news about Seattle. Please help my boys if they come to you. What? Why did they hide this from us? I don't know. You can reach me at this address. It's a P.O. box I use sometimes. What's a P.O. box? Well, a cop-out. In this case. I beg you, please help my sons. Oh, yeah, right. Total bullshit. What do you mean? She cares about us. Well, I don't. Maybe she changed her mind. We could try and contact her. You don't even know her, okay? Don't get any wrong ideas. Okay. We should just stick to our plan. For now. Can I read it again? Die ist ja gar nicht, oh, okay, die ist gar nicht, die ist nur weg. Yeah. Then we gotta go. My goodness. Oh, shit. Excuse me. What are you both doing in here? Except visibly. Ransacking our house while we're at church? What is that all you have to say? Claire, please, okay, calm down. No, Stephen. They went way out of line here. We specifically told you to stay out of this room. I have the right to see my mom's room. This isn't her room anymore. There is nothing to see in here. It's time you learn to respect some rules. Actually, we did find something. Yeah, we found a new letter from my mom. She said she wants to see us. But you didn't even tell us. She's not my daughter anymore, or your mother. She burned all those bridges. One letter doesn't change what she did to me, all of us. She is not welcome back. Oh, come.
It's been 8 years. Maybe it's time to move on. Don't you dare lecture me, Sean. You don't know anything about how I feel. I can't hear that. Listen, Sean. I know life has been tough on you the past month. Bless your souls. And we put up with a lot of things. But that, going through our stuff, our personal belongings, well, that shows you don't respect us. Then you act like I'm the bad guy, after what we've done for you. I knew something like this might happen. Maybe you two staying here wasn't such a good idea. Ach, komm. Man, I think I see why Mom left now. She couldn't put up with your stupid rules anymore. Oh, so that's what you think. Then let me tell you something. Steven! Oh Gott, nein, was mit dem jetzt? Treppe. Oh shit! Get this goddamn thing off me! Steven, no! Hold on, honey, we'll get it off! No! Stop! My legs! Naja, ja, logisch helfen, es hilft ja nichts. Gemeinsam hochheben. Ja gut, ja, wenn das auch geht, dann halt auch ohne, klar. We got this! Claire, you'll have to pull him out. Hold on, Steven. Wir hätten egal hochheben können. This zwei, might hurt. Oder? This is worse. Do it! One, two, three. Hold on. My leg. Almost there. Come on. Oh, das war so. Thank you. You were right, Claire. I should have fixed that cupboard months ago. I guess my laziness will get me someday. Oh, Stephen. Please don't say that. It's the sheriff. Stephen? Claire? Sean, I didn't. We didn't call them. I know, Grandma. Oh, Gott, wegen dem Jojo. We know they've been here. Apparently, someone logged onto your grandson's Facebook page. Sean, what are we gonna do? Go hide in the garage. No. No. No way. If the police searches the house, that makes the two of you accomplices. Get your bags and go out the back door. I'll distract him. Really? Yes. No. Get the hell out of here. I know you're in here. Your car's in the driveway. I'm so sorry for everything. I wish we could have helped you more. Ich wish you could stay here with us. Thanks, Grandma. We're gonna miss you. I'll stop that. We'll see you as soon as we can. Okay? Thanks for helping us. Both of you. Ach Gott, jetzt müssen wir wieder auf die Schnelle weg und haben nichts mit dabei. Daniel, wait for me while I go up.
Oh oh. Oh nein. Oh Gott, der nächste verletzte Polizist wahrscheinlich. Ich wusste, das war ein Fehler mit diesem scheiß Facebook. Oh nein. Die Frage ist, wie es ausgegangen wäre an der Stelle, wenn wir uns nicht eingeloggt hätten in Facebook. Dann hätte bestimmt uns einer verpfiffen wegen dem Jojo. Da kam man ja, glaube ich, nicht drum rum. Chris must be so mad at me. I could tell he was pissed when he saw I had the power. Dude, I told you to let him know. Der wusste es natürlich nicht. You never listen. You're always telling me what to do. And you do whatever you want. So I thought. Yeah, that's so fun for me. I'm just trying to protect us, okay? I know. Sorry. Sean. I'm tired of running away. Why does my power always bring trouble? You don't have to use your power if you don't want to. But I'm good with it. And I'm the only one who can do these things. I know, but Daniel, you need to be careful and listen to your brother. You think we'll see Grandma and Grandpa again? I don't know. We'll see. Where are we gonna go now? See Mom? No way, man. We don't need her, okay? But she said she wanted to find us. We stick to the plan. We go to Puerto Lobos. That's where we belong. No one will tell us what to do. We can be whoever we want. You think? I don't know. Trust me, man. From now on, we make our own rules. Look, I even got you a present. Merry Christmas, Enano. For real? But it's in 2 weeks. Who cares? Dates are boring. Here. Gee. A yo-yo? Awesome. Early Christmas is the best. Hey, I got something for you two. I wanted to finish it, but we're doing it now, so. Oh, man. That's so cool. Hey, listen. There's a ride. Come on, all aboard. Ja, okay, auch mit dem Zug dann. So wie Cassidy. It's me, it's me.
was soll ich sagen? Wird fortgesetzt. Auf jeden Fall. Vielen Dank soweit erstmal fürs Zuschauen. Seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn wir Life is Strange 2 spielen, der erste DLC ist soweit erstmal durch. Und ich würde sagen, wir machen direkt mit dem nächsten weiter. Seid also gespannt. Ich bin's auf jeden Fall. Und seid wieder mit dabei bei Life is Strange 2. Macht's gut, bis dann und Servus.